Hallöchen zusammen. Herzlich willkommen zurück zu Spay, Hearts of Iron 4. Haben wir da gerade wieder was versenkt? Yep. Lauter kleine Schiffe haben wir versenkt. Wir haben auch schon eine Atombombe fertig. Das passt auch soweit. Was benötigen wir noch? Minenbaum, wenn ich das auch nicht. In 2 Jahren müssen wir einen Atomschlag ausführen. Das können wir aber auf jeden Fall machen. Angriff auf weiche Ziele erhöhen. Yep, das machen wir. Und wir sagen, bitte politische Machtzuwachs soll auch noch gestaltet werden fürs nächste Jahr. Das wäre auch gerade mal so uncool. Das wäre echt super, wenn wir das irgendwie noch hinbekommen könnten. Die Versorgung ist hier, das ist auch. Der Iran hat kapituliert. Haben wir noch irgendwelche Gegner da? Ja, wir haben das noch Gegner da. Attacke nach da unten. Go, go, go. Attacke nach da unten. Go, go, go. Und einmal bitte fertig machen. Nur so wie hier fertig machen. Dann wären die nämlich auch so weit weg. Das Gebiet gehört mir. Wunderbar. Haut ab. Meins, 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 meins. Torpedo haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Wunderschön. Es gibt eine Verbindung hier und dort drüber und auch nach dort. Yep. Sonst noch irgendwas? Yep, ihr 24. Kommt auch nach da drüben. Denn ich muss ja quasi wirklich alles hier niederreißen. Egal wo, ich muss niederreißen. Ihr kommt hier hin und dorthin. Während wir weiter nach unten vorstoßen, so wie es ausschaut. Yep. Wo seid ihr? Dort? Nein, dort. Keine Ahnung wo. Aber ihr fliegt jetzt einfach mal hier in der Gegend rum. Das passt schon soweit. Haben die den Posten... Haben sie mir den Posten geklaut hier? Ich hasse euch. Ich hasse euch sehr. Großkommandant ist auch fertig. Dann Vater der Nation. Vielleicht kriegen wir jetzt noch die letzten paar Mini-Bonis ab. Und das Paranoia-Gedönse verschwindet auch. Trotzdem ist Komplott. Haben wir immer noch. Fernmeldekompanie. Yep, ihr kommt auf jeden Fall in die Panzerkompanie mit rein. Passt. Sieht's passt und hat Luft. Vielleicht die Panzer haben immer noch zu wenig. Artillerie haben auch viel zu wenig, stelle ich gerade fest. Okay. Artillerie haben aber schon 30. Wir richten schon ordentlich Schaden eigentlich an. Also von dem her wundert's mich doch ganz stark. So. Die Versorgung ist immer das Problem und wird auch immer das Problem bleiben, egal was man angucke. Wen haben wir denn da? Die hier. Da können wir auch sagen, du sollst bitte Seeinvasion machen. Von da drüber aus. Direkt da. Nein, zum glücklich sei. 48 Tag. Und dann darüber gehe. Gut ist. Sollte man hinbekommen. Ja, Pi mal Daumen, sollte schon irgendwie klappen. Wie schaut es mit den U-Booten aus? Die soll bitte da rauskommen. Nur einmal. Die U-Boot soll bitte da rauskommen und da rauskommen. So. Der Rest wird gemacht. Der Rest wird gemacht. So. Wir haben dich und dich und dich. Wunderbar. Der Rest ist auch schon mit von der Partie. Raus mit euch. Wiederherstellungseffekt ist auch weg vom Fenster. Macht nichts. Die Vision ist gefallen. Auch hier und auch hier und auch hier. Wir müssen bloß ein bisschen mehr aufpassen. Weil wir hier und dort zu wenig haben, so wie es ausschaut. So. Was ist mit dir aus? Ihr seid auch auf dem Weg, so wie der Rest auch. Haben wir noch mehr für die Panzertechnik? Besser für die Arbeit haben wir auf jeden Fall. Ja, das ist doch schon mal was.
Vielleicht kommen wir auch jemals auf die über 100% bei der ganzen Aktion. Das wäre natürlich auch mal eine schöne Sache. Man weiß ja aber nie. Mittlere moderne Panzer 4500 minus. Das ist einiges, das ist echt einiges. So, nehmen wir bitte die zwei Flughäfen mit ein. Die waren nämlich strategisch wichtig für uns. Ohne die haben wir Probleme an der Backe. So, wir bauen dich. Du bist auch gleich durch. Da, da, da. Und da nochmal einen weiteren Atomreaktor. Weil es geht nichts über Nuklearenergie. Ich schaue es mit der Versorgung hier aus. Auch nicht so gut. Gut. Dann müssen wir halt gucken, dass wir da was hinbekommen. So interessant das System ist, so nervig ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ich ist ja ein gutes Stück nervig an der Stelle. Wegwinner hier, Wegwinner dort, Wegwinner überall gerade. Yep. Wir drängen sie auch dahinter zurück. Ah ja, herrlich. Da kann ja keiner irgendwas sagen. Das Einzige, was wir machen, ist hier hinten gerade Verlierer. Macht aber nichts. Das macht echt rein gar nichts aus an der Stelle. Okay, wie wäre es, wenn wir sagen würden, ihr seid schon da. Ihr seid erst noch am Kommen, oder? Yep. Dann bitte ihr nach da drüben. Damit man nach da unten über Eifel erkennen. Go. Oder wir nehmen Japan gleich direkt ein. Mal gucken, wie es ausgeht. So, haben wir jetzt wieder was. Ja, wir haben ein bisschen was. Sordle. Ich hätte gern meine ganze Jäger. Und so, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12. 17, 8, so 2000. Ab nach da unten. So, ab da rüber geschickt. Sordle, du bist immer nur überfordert, natürlich bist du das. Macht aber nichts, dann können wir nämlich sagen, die nächste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nach da und nach dort und schicken. So, da rüber schicken. Und ich zeig mir doch, wer hier der Chef ist von uns. So, nein damit. 400, 200 haben wir noch übrig. Die schicken wir dann einmal noch nach da rüber. Und dann sollten wir es wieder haben eigentlich. Vater der Nation, der Kommunismus noch ein bisschen weiter ausbreiten. Wir haben so viele Bonis momentan. Da kostet sonst was mit anfangen. Oh, Manchuku ist da gerade? Nee. Ich würde sagen, es sah alles gerade ein bisschen gut aus für uns. Das wäre jetzt mehr jetzt interessant gewesen. Okay, fehlt noch ein bisschen was. Mit Hunger auf ein bisschen arg viel sogar. 108, 107, da kommen wir raus, das passt auch. Magnetminen haben wir. Umfahren von Seeminen, ja, yep, das hat doch einen schönen Klang. Drei fahren wir auch fast fertig. Fehlt ja nicht mehr viel an der Stelle. Fehlt ja nicht mehr viel. Und nur mehr versenkt, Leute. Yep. So. Können wir nur was machen. Strategische können wir auch noch einsetzen. Der ist schon mal recht gut. Dann können wir es nämlich wieder ein bisschen ablenken. Nicht zugewiesen gerade. Oh, nice. Nicht zugewiesen, okay. Und dann sagen wir Düsejäger 1, 2 Stück noch. Ich muss sagen, dass ihr alle da quasi Angriffsbefehl habt. Nach da drüben hin, Sottle.
Jetzt ist die ganze Anzahl nochmal verdoppelt. Also wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Ah, wir sind ein bisschen zu viel, okay. Das ist kein Nachvollziehen, wenn wir da ein bisschen zu viel sind, aber sonst ist es ja eigentlich besser. Ihr habt zwar kaum Erfahrung, aber das kriegen wir noch alles hin an der Stelle. Wahrscheinlich Versorgungsprobleme. Ah ja, massiv Versorgungsprobleme. Ich wage nicht, gewinnt, das ist klar. Die letzten paar kommen gleich. Intensivtraining haben wir auch hinter uns gebracht. Das passt soweit. Der Rest passt. Oh. Millionen. Ja, können wir runter reduzieren. So viel brauchen wir dann doch nicht mehr. So 80 Tage. Dann können wir eigentlich den Angriff starten, würde ich mal behaupten. Weil mehr als schief gehen kann es ja nicht, oder? Dann sagen wir noch Flotteninvasionsunterstützung. Dass die auch ja mit dabei sind. Falls irgendjemand denkt, er müsste jetzt das Ding hier aufhalten. Ich glaub's jetzt mal nicht. Aber man weiß nicht. 94%. Mit Küstenbombardierung. Und sie halten immer nur durch. Okay, könnte es sein, dass der nicht ausreichend groß genug ist für die Aktion, die ich gerade mir vorstelle. Das ist jetzt gerade das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ey, sonst schaut es nicht hin. Gotov. 24 Divisionen, die sind nicht voll durchgeballert. Okay, warum nicht? Wegen erhöhten Verschleiß und einem Turm und dran. Okay. Was ich sag, Hauptland angreifen von denen. Funktioniert auch nicht so, wie es ausschaut. Warum kann ich eigentlich nie irgendwas kaputt machen, weil ich es kaputt machen möchte? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir haben sogar ein Radar hier. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte alles gefunden werden. Ich hoffe es inständig, dass das Bild nicht abgeschmiert ist bei der ganzen Aktion, weil sonst wäre ich nämlich echt böse. Okay. So, alle 24 sind da. 24 bauen sich auch gerade nach und nach auf. Das passt auch soweit. So. Wir haben hier 1200 Flieger und keiner davon sieht einen. Feindliche Luftwaffe ist zu groß an der Stelle. Ich weiß zwar nicht, wie das überhaupt sein kann, aber okay. Ich glaube denen das jetzt einfach mal, dass sie zu groß sind, Sodle. Oder müssen wir nochmal ein paar einen weiteren Radarstation hinbauen, dass der eine nicht ausreicht, um alles zu sehen. Wäre im Bereich des Möglichen. Okay, jetzt ist es mir egal. 3000 Stück. Finde sie. Da ist nichts mehr los. Muss ich jetzt ganz kurz sagen, weil die App jetzt funktioniert. Jetzt funktioniert's. Das Ding bitte nuken. Wunderbar. Ist genuked. Auf den wollen wir aber auch hin zugleich. Zack, Attacke. Unterstützung ist draußen. Schwadrone verschwindet wieder nach da drinnen, so wie es ausschaut. Yep.
Das heißt, die Befestigungen sind auch weg. Kyoto wurde bombardiert. Oder müssen wir Hiroshima und Nagasaki machen? Das ist natürlich jetzt auch eine Idee. Nein, einfach nur zwei Nuklearschläge ausführen. Okay. Wenn das nur zwei normale sind, dann können wir das natürlich relativ schnell machen. Treue Diener, Gedönse, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Okay, das heißt noch gefehlt gehabt. Und jetzt sagen wir noch, hey, guck mal her. Die 1000 nach da drüben hin machen. Und gucken wir doch mal, können wir es vielleicht noch mal nuken. Weil es wäre ja gar nicht mal so verkehrt, wenn es möglich wäre. Ah, Magnetmin, ja, egal. Machen wir den besseren Zug hin. 1200. Vollkommen Überlegenheit. Aber nicht auf 75%, so wie es ausschaut. Annähernd, annähernd, okay. Na, wir müssen nicht nochmal einen Schlag machen. Es müsste... jetzt sind die neuen hergekommen, okay. Mischt, 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 mischt. Können wir noch mehr Flughäfen dorthin bauen? Wäre das eine Option? 10, 10, 10, 10, 10. Wir haben bereits überall 10 hingestellt. Alles, was geht, bombardiert bereits diesen Sektor bis zum Umfallen. Wie schaut es hier aus? Immer noch nicht weiter. Okay, schon verstanden. Aber wir können ja hier nochmal welche hinmachen. Luftunterstützung. Strategische Bomber. Und nochmal... keine Ahnung. So, hier. Jetzt haben wir einen bunten Pack von allem. Das hier nur quasi aushelfen kann. Wenn sich Japan nämlich denkt, es müsste sich so weit nach vorne fressen, dann wart's ab. Meisterdelegation, ja, plus 2, passt. Hier und dort haben wir ein paar Panzerdivisionen verloren. 94. Ja, wir bräuchten halt echt die Überlegenheit an der Stelle. Immer halt gar nicht mehr. So ist überhaupt gar nicht mehr. Schade. Wirklich schade, muss man sagen. Oh, 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 okay, 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 Moment, Moment. Wir sind drin, wir sind drinnen. Ist es Kansai? Das ist Kansai. Kansai muss repariert werden. Der Hafen. Kansai kann sie alles reparieren. Okay. Hier dorthin. Angreifen. In alle Himmelsrichtungen angreifen. Egal wo. Go, go, go. Und dann sagt man noch ihr, weil sie schon bis will. Auch angreifen. Dorthin. Angriffslinie bilden. Go, 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 go. Los geht's. Hermann-Insel. Ausschwärmen. Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen, um das gesamte Gebiet hier einzunehmen. So, dann sagen wir noch, wir machen einen Angriffstrupp in dem Gebiet. Beziehungsweise können wir eigentlich wirklich sagen, wir machen Konvoi-Befehle, um alles abzuschießen, was irgendwie uns noch im Weg sein könnte. Man weiß nicht, man weiß ja nicht. Osaka, okay. Immer mehr einnehmen, immer mehr einnehmen. Japan wird fallen.
und wie sie fallen werden. Goya ist auch weggefallen. Das heißt, wir möchten jetzt bitte das auf Maximum erhöhen. Das passt soweit. 3000 von meinen Bombern hier. Das bringt immer noch nichts. Und nach Hiroshima. Während du hier quasi das hier so rum einnimmst. So, ne. Einmal Aufräumer, einmal Aufräumer. Und einmal Aufräumer. So. Und das sind wir nach drüben. Ihr nehmt mit das Gebiet nach da nur ein. Es ist grün, wunderbar. Und wenn es grün ist, heißt Nagasaki wird gebombt. Das ist das einzige Logische, was wir machen können, Nagasaki bomben. Sodle. Mehr als 30 Schiffe. Ja, gut, auf das habe ich jetzt nicht geachtet, aber was soll's. Hauptsache, wir haben es genugt. Das war schon mal ein heroischer Sieg für uns. Ob ich sie Propaganda mache, kann man nicht immer gut gebrauchen. Sonnüber, Donnüber, Donnüber und Donnüber. So, guten Tag. Ich wäre auch mal hier. Und einmal so rum. Und du gehst danach direkt so rum weiter. So. Also, wenn wir jetzt nicht den Großteil der Punkte bekommen, dann weiß ich auch nicht. Naja, Pan, das tut schon weh, gell? Das tut schon weh, wenn man einfach frei von Tokio einfach so besiegt wird. Go, 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 go. Und nach da hinten auch noch gehe. Ja, komm schon, ab darüber. Ab darüber. Und ab darüber. Dich mit, dich, 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 dich. Einfach mal rumlaufen. Ich nehme so viel da, Jungs. So, der läuft hier alles ab. Der kommt hier entgegen, der kommt da entgegen. Der andere geht nur noch dahin. Nagasaki ist auch weg vom Fenster. Passt soweit. Wir können anfangen mit der großen Eroberung, so wie es ausschaut. Hier haben wir nichts. Schade, schade, schade. Okay. Dann erstmal das Offensichtliche, die Sachen hier. Und wir nehmen direkt für ein paar tausend durch hier Manchuko noch nach oben ein. Der ganze Brocker hier gehört uns. Soll nicht mehr, schade. 39, nein, okay. Der 10er geht noch. Einzel geht immer. 9er, 8er, der 8er geht nicht mehr. Und was Kleineres. Was Kleineres. Gibt's aber gerade jetzt auch nicht da. Und Eventen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Zack, wunderbar. So. Dann sagen wir, haben 3000. Region Urban. Wunderschön. Dann sagen wir. Sie haben alles Urban. Marokko alles Urban. Geht nicht. Japan haben wir schon, Iran, müssten wir vielleicht nur ein bisschen einzeln anklicken, ihr habt definitiv einzeln anklicken. Alles oben, übernehmen. Übernehmen, 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 das geht nicht. Und beenden.
Gucken wir doch mal, wie es ausschaut. Bestimmt protestlich. Sowas von protestlich. Wir haben dich hier, wir haben dich hier. Haben wir irgendwelche Kriege momentan? Keine aktuellen Kriege, okay. Das ist schon mal gut. Wir haben den Bereich hier, die Mongolei. Ihr seid Part von diesem Mini-Gedönsel. Und das Problem ist einfach, dass wir jede Menge Kleinkuchen haben noch zwischendrin. Das ist natürlich das Wunderschönste überhaupt, muss ich sagen. Das ist ein Traum an der Stelle. Ich mache mal zu, das brauchen wir nämlich gerade nicht zu sehen. Kundebund ist allerlei. Da haben wir was genommen, da haben wir was genommen, hier haben wir was genommen. Hätte jetzt auch so schön sein können, aber was soll's. Wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben den Großteil von Aslan genommen. Wir können jetzt natürlich die Mongolei und Kun natürlich noch irgendwie mit einverleiben. Genauso wie die uns noch einverleiben, dass wir das Zipfel hier nur haben. Und danach würde es eigentlich weitergehen mit Krieg gegen die Amerikaner und Co. Aber ich muss sagen, diese Light-Tank-Taktik, ich hab's verdeichselt. Ich hätte sie wahrscheinlich weniger gepanzert machen müssen. Ich hätte wesentlich früher noch, sagt es mir, Soldaten machen sollen. Bis nächste Mal bin ich klüger, muss ich sagen. Und ich muss auch gucken, dieser Kompör zum Beispiel. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das wegbekomme. Ach, wäre er noch einer gewesen, oder wie? Ich glaube, das ist noch ein Punkt, 5%. Aber der Komplott geht immer noch nicht weg. Also wenn es mir jemand sagen kann, wäre ich echt dankbar, was ich dafür erforschen muss. Was haben wir hier noch? Polarisierte Militär, das war das, was wir noch gemacht haben. Sowjetische Luftwaffe ist auch im Minus, aber da haben wir noch nichts erforscht. Nee, aber dieser Plot. Dieser Plot ist es, der uns echt Probleme bereitet. Aber gut, was soll's. So schaut's auch recht schön aus. Möchte ich doch mal behaupten. An der Stelle habe ich natürlich viel Spaß beim Zuschauen und würde mich freuen. Beim nächsten Mal, wenn ihr reisen könnt, macht's gut und wie immer natürlich tschüssele. Oh meine Güte. Das nächste Mal wird besser.